Der blamiert sich vor der ganzen Nation. Wann schauen wir eigentlich die Beziehung noch ab? Das ist zu viel, was hier passiert. Eifersucht. Ist er vielleicht ein Rachezug? Ihr werdet auf jeden Fall jetzt lockerer sein. Geht viel schlimmer ab als bei uns. Tränen. Ich habe seine Hand weggestoßen. Seine armen Freunde wird im Abgrund vertiefen. RTL gibt alles. Kann man nicht zu machen, wenn man eine Freundin hat. Umso schlechter die Nachrichten in der anderen Villa sind, umso besser ist das für uns. TV Now stellt unser Gehirn unter Quarantäne. Oder wie es immer auch heißt, willkommen zu Temptation Island. Hanna, bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Ja? Die Frage ist nur, wovon hast du am meisten? Keine Ahnung. Wie ich das auf den ersten Blick so einschätzen kann, sind die Frauen wirklich unberechenbar. Daher sind die Frauen ja auch das, was Quentins Hände auch sind. Also weswegen die Jungs so sehr auf die Frauen abfahren. Meine Hände sind ein Arschmagnet. Wovor hast du am meisten Angst? Gut, das ist einfach, dass Filippo nochmal so einen IQ-Test rausholt. Dann gucken wir mal. Hier sind deine Bilder. Man kann ja nie zu 1000% wissen, dass es die jetzt für immer ist. Es kann ja immer mal sein, dass du einmal einen über den Weg läufst und dann sagst du, wow, das ist wieder. Zeig mir deine Möpse. Was soll das? Das war der erste Abend. Okay, ich muss Till jetzt tatsächlich mal in Schutz nehmen. Das ist nämlich total unfair. RTL hat das einfach völlig falsch zusammengeschnitten. Können wir gerade mal bitte kurz in das Originalmaterial schauen? So, Till, was sagst du denn gerne im Tierheim? Zeig mir deine Möpse. Wie kann man sich da schon so betrinken? Ich verstehe das nicht. Wie ist Till denn, wenn er betrunken ist? Also weiß er dann noch, was er tut? Nee, er weiß nicht mehr, was er tut. Warte mal. Hanna glaubt, Till hat einfach zu viel getrunken. Das ist ja Katastrophe. Nicht wissen, was man tut oder wie es eben auch heißt. Und dann habe ich mir gedacht, dann kann ich sie auch gleich mal küssen. Mein Freund geht mit seinen Füßen am ersten oder zweiten Tag einfach bei einer fremden Frau in die... Das ist natürlich höchstens was für Tag 3. Hanna, ganz kurz mal, der Herr RTL wie Schwiegertochter gesucht umbauen und aus einer menschenverachtenden Sendung eine normale Dating-Show machen. Was sagst du dazu? Ich finde das sowas von respektlos und ich finde, das geht gar nicht. Das macht man einfach nicht. Respektlos oder wie es bei uns Bachelor-Fans heißt, Melanie Müller. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Er ist ja auch hier, um dir zu beweisen, dass er dir treu bleiben und kann. Und das macht er damit ja nicht. Es ist der erste Abend und wir haben noch mehr Bilder für dich. Man spricht ja oft vom Tiefpunkt im Fernsehen, aber was soll nach Temptation Island noch kommen. Ich glaube fast, dass die Singles hier so eine Art Provision hier bekommen. Oh nein. Da geht's dir in den Arsch. Die Männer, die haben einfach richtig Vollgas gegeben. Wenn man sowas macht, dann muss man Single sein, aber keine Frau an seiner Seite haben. Hanna sagt ganz klar, er weiß nicht, wie man mit Frauen umgeht. Also sie hat das Prinzip der Sendung verstanden. Und er weiß natürlich auch, dass das alles mitgedreht wird. Ja. Ich finde das gerade unfassbar. Serie. Du kannst noch ein bisschen durchatmen, weil... Hanna, wir haben noch ein Video für dich. Das Lagerfeuer ist auf jeden Fall sowas wie ein Filet für uns Trash-Liebhaber. Neben der Verabschiedung der Bachelor-Zweitplatzierten ist das immer eines der Highlights. Ich bereue schon Sachen, die man so gemacht hat, weil wenn die das dann sehen wird, so ist sie vielleicht auch enttäuscht von mir. Und das hat sie halt nicht verdient. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Nimmst du ihm die Tränen ab? Ich weiß selber nicht, ob das gerade für mich zu entschuldigen ist, weil es schon krass ist, den ersten Abend so durchzudrehen. Wenn man eure Vorgeschichte natürlich kennt, ist es natürlich dann bitter. Auf einer Skala von schwarz wie Veras Seele bis schwarz wie Wendlers Haare, wie sieht die Zukunft von Hanna und Till aus? Lieber Till, dann machen wir mit dir weiter. Was denkst du denn? Bist gespannt? Ja. Es gibt fast nichts, was spannender ist. In Tills Kopf dreht sich halt alles. Beim Bachelor würde das natürlich am Batida liegen, aber woran das hier liegt? Dann gucken wir uns die ersten Bilder jetzt mal von Hanna an. Eine Frau wird so begeistert sein, dass sie sagt, weißt du was? Ich möchte eigentlich nur mit dir reden, weil eine Frau in Wirklichkeit nur reden möchte. Sie möchte sich austauschen, dein Karma auflösen. So, jetzt aber mal schauen, wie lange sich Mikes Pilzvorräte in seinen Backentaschen da noch halten. Anders kann ich mir das Gelaber nicht erklären. Guck mal hier, ich habe 8 Monate trainiert. Das interessiert Hanna einen Scheißdreck. Erstmal müssen wir auf einen Nenner kommen. Ich muss sagen, das ist auf jeden Fall der Poet der Sendung. Gut, aber in Sachen Trash ist Till ein echter Poet. Er rülpst und sie lacht nie im Leben. Ich wollte mich verarschen. Ist ein Schnacker meines Erachtens nach, der da viel redet, aber wenig bei rumkommt. Die haben doch gefeiert. Ja, die haben gefeiert. Die haben aber schon ein bisschen die Sau rausgelassen. So, bei denen sieht es ja aus so wie auf einer Beerdigung. Ja, ja. Keine Sorge, das ist nur die Ruhe vor dem großen IQ-Beben. Ist Temptation Island vielleicht sowas wie eine Studie über das Sexualverhalten von Männern aus der Steinzeit? Ja, plagt dich da jetzt irgendwie ein schlechtes Gewissen, Till? Mein erster Abend ist mir vielleicht ein bisschen über die Stränge geschlagen. Vielleicht ein Drink weniger, das ist schon angebracht gewesen. Also wir Zuschauer können das fast schon verstehen. Bei Temptation Island scheint Alkohol sowas wie eine Notwehr des Körpers zu sein. Angie, die eigentliche Frage müsste ja sein, wie überleben die im normalen Leben? Weil die Mädels da ja echt wie die Nonnen im Kloster gelebt haben. Also da habe ich jetzt schon, ja, ein bisschen mit mir zu kämpfen. Jetzt?
ploppen die Gehirnzellen wie Noppenfolie. Till, ganz ernsthaft, die Mädels sind halt einfach treu, wie man das in einer ganz normalen Beziehung vielleicht auch einfach sein sollte. Ja, das glaube ich. Bei dir, Michelle, warst du diejenige, die das Vertrauen von Matteo missbraucht hast? Ist er vielleicht so ein bisschen auf dem Rachezug? Glaube ich jetzt nach den Bildern auf alle Fälle. Und wir alle dachten, keine Bindung kann aussichtsloser sein als die von Benjamin Boyce zu seinen weiblichen Fans. Ist er jetzt so ein krasser Typ, so, der jede Frau irgendwie rumkriegt oder so? Oder jeden Mann? Ich weiß ja nicht, wenn du willst, auf welcher Seite er steht. Das kann nur Benjamin Boyce beantworten. Aber offenbar haben wir uns da vertan. Wir gucken jetzt die Bilder von Matteo an. Tja, ist jetzt auch ein Freifahrtschein, oder? Zerrinnend. Ich find's auch total bescheuert, dass er bei ihr bleibt, weil er auch was viel Besseres verdient hat. Du bist auch bescheuert. Sollte die Michelle in einer anderen Villa rumknutschen nachher, wäre auf jeden Fall die Sarah eine Option, ja. Du siehst so ein bisschen sauer aus. Ihr werdet auf jeden Fall jetzt lockerer sein, weil man merkt halt, es geht viel schlimmer ab als bei uns. Gut, RTL hat auch ein komplettes Laufhaus hier zu den Männern geschickt. Wir schalten direkt zum Lagerfeuer der Männer. Dann gucken wir uns mal die ersten Bilder von Michelle an. Ich sehe gerade in meiner Gruppe ein Team Love, ein Couple. Die beiden sind die Sternschnuppen von Temptation Island. Ich denke, er wird sie verlieren. Geht's dir also jetzt noch gut? Ihr hättet mir viel mehr erwartet, das war ja gar nichts. Noch nicht mal ein Kuss ist da gefallen, oder was? Sorry. Entschuldigung, tut mir leid. Hoffen wir mal, dass Davide mehr zu sehen bekommt. Was glaubst du denn, was du jetzt gleich sehen wirst? Ich habe mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Schon länger. Ich finde sie aber wirklich top. Direkt einpacken, Schlaufe drum, mitnehmen. Ich bin eben ein Jäger. Ich will diese Frau. Punkt. Es sah jetzt okay aus, wirklich so. Es ging schon. Moment mal. Er denkt, sie sind vom Aussehen her so weit auseinander wie Beates Zähne. Wer sagt's ihm? Vielleicht seiner Freundin einfach selber? Der hat sehr Ähnlichkeit mit Davide. So schlimm. Ich hab ihn einfach total betrunken gesehen und hab mich so fertig. Ich kenne wirklich keine Person, die sich in so einem, ja keine Ahnung, Kindergarten wohlfühlen würde. Fast keine. Dann gucken wir uns jetzt mal die ersten Bilder von David an. Okay. Das heißt, Samstag kriegst du eine Nachricht und Zähne. Ey, was geht? Und dann deine Freundin scheißt voll rein. Der labert nur Scheiße. Siria, was sagst du denn zu Davides Instagram-Profil? Müll. Und zu meinem? Müll. Was? Ich verlege euch das natürlich mal in der Beschreibung. Könnt ihr euch aber selber davon überzeugen. Und wenn ein Kumpel zu ihm schreibt, komm, lass Club gehen, natürlich gucke ich dann traurig, weil ich mir denke, ey, scheiße, ich vertraue nicht, aber ich kann ihn auch nicht einsperren. Sie ist ganz weiß im Gesicht vor lauter Schock. So weiß, dass Willi Herren zu seinen Glanzzeiten direkt nach Bali geflogen wäre mit seinem Schnupfröhrchen. Dieses Vertrauen macht dich so fertig in der Beziehung. Wir gucken uns noch weitere Bilder an. Kleine Schlampe. Die Frauen heutzutage, die sind schlimmer als die Männer. Grund und Boden, ich schäme mich für mein eigenes Geschlecht. Wie viel Abstand war da so zwischen beiden? 2 Schwanzlängen. Sirias Würde ist nach der Nummer auch da, wo seine Hand gerade war. Bilderrätsel sind ja nicht so meins. Wenn ihr irgendeine Idee habt, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Mal schauen, wie lange ich die Beziehung noch habe. Ja, vielleicht komme ich als Single raus. Ich weiß es nicht so. Aber es kann schnell gehen alles. Ich will nicht mehr. Bitte kein Video mehr. Was ist der Unterschied zwischen Prince Damien und den 4 Jungs hier? Genau. Dass Davide wahrscheinlich bald wieder Single ist, wundert mich ehrlich gesagt gar nicht. Okay, das passt eigentlich zu fast jedem dort. Was hat der geflüstert? Konnte man das entziffern? Ich will nicht mehr. Das ist so viel. Das kann doch nicht sein. Mann, ich will nicht mehr. Gut, ne, wobei, vielleicht hat sie einfach Angst, hier im Whirlpool unterzugehen und hält sich deswegen an ihm fest. Mit der heißen Luft in seinem Kopf kann man, glaube ich, nicht sinken. Dieses Geflüster, dieses Champagner über die peinlich, so peinlich, schäm dich. Rund um Boden, der blamiert sich vor der ganzen Nation, der versteht es nicht, das ist so peinlich. Völlig klar, dass du denkst, dass es nicht schlimmer kommen kann, aber hast du schon mal daran gedacht, dass jemand mit dem Wendler hatte, 29 Jahre. Du hast ja bei dem zweiten Video aber ja auch schon selber gesagt, er hat nichts gemacht, er hat sie nicht angemacht. Er macht nie was, er macht nie was. Das, genau das ist es. Jeder sieht, dass er was macht, aber er sagt immer, er macht nie was. Das ist unglaublich. Er sieht nicht mal ein, dass er was gemacht hat. Das ist unglaublich. Okay, nice. Mit anderen Worten. Geh hoch jetzt und komm runter. Das ist so viel. Ich hab's gewusst die ganze Zeit. Wie war das so klar? Oh Mann, Siria möchte ich auch nicht morgens um 8 beim Aldi begegnen, wenn es billige Klamotten gibt. Nein, ich kenne ihn. Ich kenne ihn zu gut. Ich weiß ganz genau, was er ihr zu geflüstert hat. Was hat er denn geflüstert? Locke hat er gesagt, ja, er hat oder so. Ich kenne ihn. Meinst du? Ja. Ich sag's nur ungern, Davide. Du bist eine Fake. Mehr Drama als in einer Woche GZSZ. Hör doch auf, was machst du? Digga, ich bin in Gedanken, dann. Ich peil's da nicht. Warum, was denkst du denn? Ich hab grad vorgestellt, wie ich eine
Spaß. Und was wir uns hier alle gerade vorstellen, diese Sendung. Dagegen ist Love Island tatsächlich Grimme-Preis verdächtig. Boah, gar keinen Bock, Alter, auf Alk jetzt. Gar keinen Bock auf Saufen, Alter. Okay, was ist hier los? Der Gedanke an Alkohol ist gerade für Kevin so abstoßend wie für den Bachelor so ein krummer Hals eines Schwans. Genau, und ich werde auch wieder alles gerade biegen. Also, die Herren kommen zurück in die Villa. Die Single-Ladies warten vorsorglich natürlich im Negligé. So, was stand schon in Kelvins Grundschulzeugnis? Kelvin, der hat Probleme. Was ist denn passiert? Ja, guck mal, die haben uns halt die Videos gezeigt. Die machen halt genau noch kranker Party. Echt jetzt? Ja, so, Jungs, was machen wir heute? Party! Lieber Schauspieler! Ey, wir hatten schon Angst. Noch angsteinflößender war nur Kirills Badehose bei Prince Charming. Da verlinke ich euch auch mal die ganze Folge. Lohnt sich. Wir haben tolle Frauen auf jeden Fall, echt. Ohne Scheiß. Also, wo ist es besser? Ja, auf jeden Fall. Da drüben. Friedhofstimmung. Wenn du dir nicht sicher bist, ob er über deinen Karrierezustand spricht oder über Temptation Island. Wie sieht's denn in der Villa der vergebenen Frauen aus? Die haben sich alle so respektlos verhalten. Alle Männer. Die Mädels, die strippen da so und tun den Busen so ins Gesicht strecken und so. Ach, was. Holy shit. Hanna, du hast natürlich vollkommen recht. Fazit der ersten drei Folgen: Das ist selbst für RTL 2 ziemlich niveaulos. Oh. Ich bin maßlos enttäuscht von ihm. Ich hätte es nicht erwartet. Und er hat nichts Besseres zu tun, als das am ersten Abend gleich zu tun. Shit. Ich war überrascht, aber dass es wirklich so krass ist, hätte ich nicht gedacht. Die Jungs hatten schon befürchtet, dass die Mädels ziemlich fertig sind und gleich auf ihr Zimmer gehen und sie deswegen ganz auf sich allein gestellt sind. So wie zu Hause halt auch immer. Übung macht den Meister. Krass. Ja, und ich denke mal, dass es am Alkohol gelegen hat oder so, aber sowas geht ach, einfach nicht. Ach, Scheißgelaberei, Alter. Naja, allein beim Alkohol kommt dann nur raus, was er denkt. Schon Alkohol spielt keine Rolle. Und bei Alkohol kommt immer das, was Till wirklich denkt. Keine weiteren Fragen. Die Mädels da drin, die sind ja, egal. Aber im Endeffekt, ne, muss ich euch echt sagen, die Mädels, die müsst ihr komplett vergessen. Ja schon, sie ist ihre Aufgabe zu führen. Bla, genau, bla, bla. Nein, aber ob man das zulässt, ist die Frage. Ja, genau. Ja. Die Frauen geben wirklich nur den Frauen die Schuld und nicht ihren Männern. Ey, ich gucke wirklich jeden Trash, aber ich ertrage das einfach nicht mehr. Wie doof kann man sein? Das ist ja fast wie bei Instagram. Sicher tut es weh zu wissen, dass nach zwei Gläser Alkohol und 12 Frauen die Frau in der anderen Villa ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Sie ist einfach positiv, ne? Bei DSDS-Siegern reicht die Werbepause nach der Bekanntgabe. Jetzt entspannt euch, oder wie der Wendler sagen würde. Jetzt im Vorfeld erstmal abspritzen. Wir wollen euch aufmuntern. Ich bin begeistert, was hier, also wirklich, was hier für Männer sind. Das trifft man nicht alle Tage. Pia glaubt ernsthaft, die Männer machen das hier aus ganz uneigennützigen Gründen. Von welchem Planeten kommst du? Weißt du, das ist doch sein Gesicht, was der verliert. Oder man kann doch keine Aussage sagen, momentan brauche ich doch keine Kondome, aber man weiß nicht, was in 3 Tagen kommt. Genauso war der Satz. Hä? RTL hat die doch extra dahingelegt, dass die sich hier nicht vermehren. Sonst entstehen da nämlich genau die Leute, die jetzt gerade Toilettenpapier und Nudeln kaufen. Also wenn du mal wirklich Lust hast, holst du am besten ein, wo du weißt, dann schmeckt das, wenigstens was zum Lutschen. Jetzt wirst du aber gierig, was? Philippo, ich krieg das nicht hin, ich will hier raus. Und nur schon allein der Gedanke, dass ich nicht weiß, was er geflüstert hat. Vielleicht hat er ja geflüstert, hör zu, ich kann das nicht. Ja, deswegen fang mal mit, ich schwör. Ja, vielleicht kann er ja sagen, ich schwör, ich kann das nicht. Filippo arbeitet jetzt offensichtlich auch in der Energieindustrie als Blitzbirne. Na, sagt der, komm, wir machen mal ein Fotoshooting-Typ, der sich schnell mit seinem Smartphone hier schöne Mütze, Vorlagen für die Nacht gemacht hat. So ich hab seine Augen gesehen, du hast gesagt, achte auf seine Augen, ich hab's gemacht. Hast du gemacht? Er hat sie ausgezogen, nur allein mit den Augen. Er fand das so geil in dem Moment. Mal davon abgesehen, dass Davide mehr Fake ist als die Unterschrift meiner Mutter damals unter meiner Physik 6. Siri ist halt leider auch verzweifelter als Daniela Büchners BH. Nichts ahnend, was bei den Frauen los ist, startet in der Männervilla schon die nächste Party. Du hast ja selber zugegeben, okay, du stehst auf 3 Mädels. Wenn mir schlecht wird, dann schlafe ich bei dir. Okay. Sagen wir es einfach mal so, der durchschnittliche IQ ist nicht gestiegen, als sie die Villa betreten hat. Der wirkliche Höllenschlund wartet aber bei Angie Fingererben zu Hause. Also wenn ich hier Gefühle entwickeln sollte, will ich schon drauf eingehen, so. Aber ich weiß nicht, wie weit. Riecht ihr das? Es riecht nach Drama. Ich lege mich fest, wenn die beiden zusammenbleiben, ziehen sie auf jeden Fall ins Sommerhaus der Stars. Umso schlechter die Nachrichten in der anderen Villa sind, umso besser ist das für uns. Und deswegen hoffe ich, dass es auf jeden Fall noch schlechtere Nachrichten geben wird. Wenn die Nachrichten zu schlecht werden, geht das sehr an die Psyche der Mädels. Ist jetzt der Zeitpunkt, wo die Psychospiele beginnen? Schlechte Nachrichten, oder wie es auch heißt. Darf ich mein T-Shirt ausziehen für euch? Für kein Geld der Welt. Ja, und auch in der Villa der Männer werden Schlafplätze geteilt. Davide ist da besonders großzügig. Unter der Bettdecke
und er wollte weitergehen. Ich habe seine Hand weggestoßen und dachte mir einfach nur seine arme Freundin. Böse, ganz böse. Claudia Norberg hat schon ekelhaftere Dinge angefasst. Gegen Temptation Island ist Frauentausch auf jeden Fall ein intellektuelles Kamingespräch. Und ich finde es auch scheiße, dass ich das hier machen muss. Was ergreift, es sieht hier keiner anderer so wie ich. Schlange. Sie machen ja hier nur ihre Arbeit. Was? So, mal schauen, wie es hier am nächsten Morgen in der Villa der vergebenen Frauen abgeht. Der ist so eklig und leckt den Zehennagel. Die Tussi. Die hat den ganzen Zeh im Mund gehabt. Sie wollte hier so darstellen, wie als würde sie ihm gerade einen Weißt du? Dadurch, dass wir gestern halt auch so ein bisschen den Zuhörer gespielt haben, kommt uns allen zum Vorteil. Was haben die für Führer mit Michaela Schäfers Orgasmus zusammen? Ich habe noch nie einen Orgasmus bei einem Mann bekommen. Beides nur gespielt. Stimmt nicht. Und die anderen wollen es nicht wahrhaben. Ich sag euch eins, so ein Lagerfeuer gab es noch nie und wird es niemals mehr geben. Bullshit! Die Männer voll schüchtern, voll langweilig so. Die sahen echt nicht gut aus. Gar keine Konkurrenz, wirklich nicht. Da war keiner dabei, wo ich sage, oh. Er ist ein Jäger, Zusira hat einen Jägermeister. Ich weiß nicht, was will der dann? Mit anderen Worten. Das muss krachen, das muss knallen. Wow! Jetzt zeigt er sein wahres Gesicht. Aber immerhin kann er das nicht bei Donatella Versace. Da müsste sie erstmal in einem alten Fotoalbum von ihr schauen. Ich habe ihm das auch gesagt. Ich sag, sag mal, hast du nicht mal irgendwie darüber nachgedacht, dass sie sich die Frage stellt, hey, was stimmt nicht mit mir? Was stimmt nicht mit mir, sollte sich wirklich nur der aktuelle Bachelor stellen. Ist sich einer dieser Typen eigentlich dessen bewusst, dass genau so ein Verhalten größere Narben hinterlässt als Sonja Zietlows Fadenlifting? Ich hoffe, er bekommt einfach zu sehen, wie sehr ich leide. Das ist zu viel, was hier passiert. So eine Folter gestern Abend alles, das war... Ganz exklusiv habe ich hier eine direkte Reaktion von Davide darauf. Ich würde am liebsten wirklich sagen, stopp. Hat mich ultra zerstört gestern Abend. Ihm ist einfach wichtig, dass die Frauen so sind wie Gott und irgendwelche plastischen Chirurgen sie geschaffen haben. Das liegt aber auch im Auge des Betrachters. Leute, warum geben die Frauen den anderen Frauen die Schuld? Was ist da los? Wenn ihr irgendwie eine Erklärung habt, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich bin wirklich gespannt. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Abo mit Glocke da und gebt mir einen Daumen nach oben. Hier gibt es schon den ersten Teil des Lagerfeuers. Alle waren am Ende. Es ist eine sehr, sehr gute Folge. Klickt unbedingt rein. Die ganze Folge Temptation Island verlinke ich euch natürlich in der Beschreibung. Viel Spaß mit allem und bis dann. Ciao.